Also ich sag mal so, stromtechnischerweise ist allerdings... Was ist denn da unten los? Wir hatten einen blinden Passagier. Ja, mit die Länder weiß ich auch noch nie so ganz. Wie gesagt, eigentlich ist das gut als Führungsschiene. Aber die scheinen alle nicht so erfreut darüber zu sein. Du alter Sau! Was kann ich dafür, wenn du da rennst? Bist du denn total bescheuert? Hallo, Zombie. Zombie? Das ist ja mal wieder typisch. Brauchst du mal einen Zombie, ist keiner da. Ich hab gesagt, ein Zombie. Nicht alle. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit Mini Kabin. Einen Tag nach der 40. Welle, die wir schön abgefrühstückt haben. Ja, kein Problem. Ja, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen hier aufräumen. Und kicken wir. Also, ich sag mal so, stromtechnischerweise ist allerdings... Was ist denn da unten los? Wir hatten einen blinden Passagier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, mit dem Strom müssen wir mal kicken, wie wir das so hinbekommen. Aber sonst ist es eigentlich richtig gut. Es hat alles so funktioniert, wie es sein sollte. Alle Zombies sind gestorben. Schön. Schön, schön. Wie gesagt, bis wen... Ja, wie gesagt, bis 45 hatte ich gesagt. Erst bei 40 und jetzt bei 45. Ja, bis dahin machen wir noch und dann ist wirklich Feierabend hier. Dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ja. Wie gesagt, dann werden wir da unten irgendwie bauen, dann werde ich den Schwierigkeitsgrad hochdrehen, also hat Zombies mäßig angehen tut. Also, Masse statt Klasse. Und dann kriegen wir weiter, wa? Würde ich mal sagen, ist eine gute Idee. Vielleicht ist er in der Zwischenzeit dann schon ein Update. So, wie sieht's denn aus mit Spaß? Ups, Entschuldigung. Also kann nur ja ein Strinne sein. Ich habe noch gar nicht nachgefüllt. Was ist hier? Hier ist was drin. Boah, was gibt Neues? 7 Days ist raus. Alpha 20 experimentell. Ich sag mal so. Die läuft suboptimal. Ist aber geil. Ja, ich gehe mal davon aus, wie gesagt, ist noch nie so ganz. Naja. AMD-Grafikkartenmäßig. Optimiert. Also ich hatte Performance-Probleme gehabt, aber bloß ganz leichte. Also nicht in. Also ist kein großer Unterschied zu sonst. Ist alles in Ordnung. Aber ich sag mal, ist knackig schwer. Wenn man den Schwierigkeitsgrad nicht zurückdrehen tut, wie ich. Naja, gut. Das Einzige, was ich geändert habe, waren die Zombies. Die sind denn nicht mehr auf Altraum gewesen, sondern auf Sprint. Genauso dumm. Vor allen Dingen, wenn man mit einem Holzknüppel anfangen tut. Ist schon geil. Aber das müsst ihr euch selber angucken. Kann ich nur empfehlen. Ja. Denen ist weiter nichts hinzuzufügen. Was haben wir jetzt hier? Ah, eben ein Siemer. Es geht alles besser. Hatten wir schon alles besser gehabt. Ja, wie gesagt, das ist jetzt hier alles so... Es wiederholt sich immer. Es ist ein bisschen... Ah, ich hoffe, dass wirklich bald ein Update kommt. Brauche neuen Content. Hier. Weil auch wenn ich jetzt es schwieriger mache, mehr Giants oder so, im Endeffekt ist das alt wieder von vorne, aber dasselbe. Ach so, bei 7 Days auch. Nee, nie ganz. Es sind da neue Zombies. Wow. Und wie gesagt, ich habe gleich beim ersten Tag die erste Quest gemacht. Ich sag mal so, lange durchziehen konnte ich das nicht. Ich hatte Besuch gehabt. Ich habe noch nicht mal geschafft, oben die Kiste zu looten. Da musste ich leicht den Rückzug antreten. Ist schon geil. Es ist schon, es macht schon Fehls. Die Frage ist, für wie lange. Ja. Hallo? Hallo? Also... Ich sage jetzt nicht, dass ich versucht habe, das Ding wieder aufzustellen. Au. Ja, gut. Er war stets bemüht. So wie gesagt, das Dumme ist, dass ich das ganze Fleisch immer für unten, für die Gärten brauche. Aber selbst zum Kochen brauche ich das Zeug auch. Nicht gut. Eine gute Kombination.
Aber wer weiß, vielleicht haben wir ja wirklich Glück, dass sie irgendwie einen Fleischschredder implementieren. Ich hätte nichts dagegen. Das, nee, das ist ein Stück. Das würde hier die Sache ein wenig einfacher machen. Dann nehmen wir noch oben durch die Fallen durch und dann ist es gut. Aber da wird eher große Zeug drin liegen. Das cleanet. War ja letztes Mal genauso. Wenn ich mir sagt, ich bin gespannt, ob das jetzt sich rentieren tut mit dem Strom. Ob es da eine Besserung gibt. Ja, fliehe, du Narr. Narr. Narr, wir werden es sehen. Hm. Ah, ein bisschen Kratzer drinne. Weiß mich, wie die immer hier die Treppe runterlaufen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir machen ja alle Tier kaputt. Was soll denn das? Moment mal. Ja, mit die Länder weiß ich auch noch nie so ganz. Wie gesagt, eigentlich ist das gut als Führungsschiene. Aber die scheinen alle nicht so erfreut darüber zu sein. Weder knappern sie dran rum oder die decken dann rum. So. 70 bis 70 runtergeknallt. Sag mal, ist das wirklich, kann das vielleicht sein, doch, dass hier durch unsere Explosion und so? Weil eigentlich solltet ihr ja nicht so viele Schaden machen. Aber irgendwie sägt das jetzt gerade anders. Eine Taube. Du alte Sau! Was kann ich dafür, wenn du da drin rennst? Bist du denn total bescheuert? Aber schön. Ja, siehst du. Ist eine sehr, sehr gute Falle. Nur das Absuchen ist kacke. Ach, letztes Mal hatte ich hier zwei Nasenelche gehabt. Und übrigens, das haben wir vor der Welle gelootet. Naja, gut. Also irgendein Geiermeier ist drin geflogen. Und jedes Mal, wenn ich hier langlaufe und das Holz sehe, denke ich da nicht einer. Sie mit Krieger, das kann ja nicht sein. Siehst du, der Pilz, der kommt immer näher ran. Der wird eines Tages drinnen landen. Das ist ein Wanderpilz. Oh, Pilze müsste ich eigentlich auch sammeln, ne? Wieso, ich kann mir ja keine Pilzpfanne mehr machen. Aber das ging letztes Mal nicht. Gegen Pilze. Der Pilz muss weg. Der Pilz muss weg. Warum sammle ich jetzt Steine hin? Macht ja überhaupt keinen Sinn. Kann ja noch nicht mal unser verarbeiten. Da geht mal alles auseinander, ey, flattert. Alles kaputt. Richtig so. Böse, böse Natur. Tü-tü. Da brauchst du noch mal Ehren. Also, gartenmäßig machen. Das wird hier alles weggebombt. Geht da hoch. Geht besser, als man denkt. Das gefällt mir. Die Schneise des Todes. Er schläft nur. Hätte er den hat's die Kinn zerledert. Oder den Unterkiefer. Mal kurz in die Tasche gesteckt. Da sind wärmer. So ist es mit dir nicht. Eisen. Eisen. Nehme ich mal mit. Boah, vor allen Dingen, wenn ich jetzt von vorne anfange. Das ganze Werkzeug will auf Stufe 10. Das kann da wohl. Hey, Pilz. Das kann ein paar Sekündchen dauern, bis wir wieder auf Level 10 alle so viel levelt haben. Und so viele Pilze sind es nicht, ne? Na gut. Ist ja auch nicht gepflanzt. Oh, da sind gleich zwei Stück nebeneinander. So. So. Ich dachte, da liegt schon wieder ein Nasenelch. Aber nein, das ist bloß eine Barrikade.
So, dann würde ich mal sagen, mit den hier Größe, was wir eingesammelt haben, werden wir auch erstmal wieder Gartenteile machen, ne? Dünger. Ring, ding, ding, ring, ding, ding. Ach, die Pflanze kann fliegen weg. Ich hab das zu spät gesagt, aber ich weiß es so. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, weil ich mache das schon mal im Voraus. Es könnte sein, dass es gleich, was heißt gleich, in dieser Folge klingelt, weil ich war so clever gewesen und habe die Tür auch so fangen gehoben. Also, kommt heute jemand, um das zu reparieren? Jedenfalls sollte es so sein, hoffe ich doch. Der sollte eigentlich schon seit 2 Stunden kommen, aber... Naja, so ist es manchmal, ne? Mir ganz dumm, wenn man die Tür nicht abschließen kann, aber nochmal einkaufen müsste. Und der Dude kommt und kommt nicht. Ich hab die doch erst. Na, seid ihr denn narrisch? Ich hab doch erst aufgeräumt. Na gut, komm mit. Wie gesagt. Endlich sieht eben halt so. So, was brauche ich jetzt? Ich brauche. Wenn wir jetzt bei 7 Days, würde ich sagen, ich brauche Klee. Aber den ist ja nicht so. Da. Fleisch, grünet und Gekröse. Lass mich durch. So, ich hatte ja auch, Lubik, wollte ich gerade sagen, letztes Mal noch ein bisschen was gesammelt gehabt. Wie gesagt, das Klee machen. Alle gut. Hätten wir hier noch. Wahnsinn. Was sind das noch nie gemacht haben? Wahrscheinlich, weil es zu einfach wäre. Oh mein Gott. Man könnte ein Spiel einfacher machen. Ist ja total bescheuert. So. Pizza. Zu viel Bewegung. Dabei, dabei. Eisen. Eisen. Warum mache ich das eigentlich immer noch mit dem Ding? So, letztes Mal gesagt, auf 10 Stufen, auf 4 Stufen geht das Ding doch vielleicht schneller. Naja, weil ich zu faul bin, bitte immer zu wechseln. Ich wollte jetzt gerade sagen, mach mal keine Witze. Das hat eben ganz schön lange gedauert. So, also, Bäumchen für Yumi. Haben wir 4 plus 2. Die müssen. Die müssen. So. Dann haben wir das fertig. Dann haben wir das fertig. Wie gesagt, das ist immer das. Ja, was willst du machen? Bei einem Grinding-Spiel ist es eben halt so, dass du ab und zu mal looten musst und um Sachen herzustellen. Nimm das. Nimm das. Satanas! Ananas? Nicht Ananas. Satanas. Nicht essbar. Ich weiß, den habe ich schon mal gemacht. Na und? So, und die Beine noch, dann haben wir die Bäume fertig. Na, geht das noch? Naja, wenigstens eh noch. Haben wir den zweiten auch noch? Yes! Yes, we can! So, und jetzt, das ist grünet. Also normale grünet, viel Größe und so. Aber das wird nicht voll, oder? Bio, oder? Was habe ich denn jetzt noch? Wo haben wir? 6 Stück. Fast. 4 Stück fehlen. Fast, Bucket hat Luft. Wie gesagt, würden sie so machen, dass du Fleisch auseinanderkloppen kannst, alle Pfiffel einfacher. Jetzt bräuchten wir eigentlich das Fleisch für Süppchen und so. Kann ich aber nicht machen, weil ich brauche das auch hierfür. Das ist ein unendlicher Spielraum, der zu nichts kommt. Ich weiß nicht zu dem, was er soll. Siehst du? Aber das erwartet Karbin. Hast dich da einer verirrt oder was? Das muss auch weg. Schon öfters gesagt, der Baum muss weg. Schön wäre, wenn du jetzt hier noch hinsetzen könntest. Wirklich, also so animiert. So. Kaffee und Kuchen. Laserschwert zum Teilen.
Ja, und wie gesagt, dass da noch respawnt, ist. Das ist wirklich komisch. In einem Hotel überall kein Problem, aber hier. Warum denn? Nee, nee, nee. Sag mal, ich. Warum geht denn eigentlich jetzt Luke? Ja, wohl ein bisschen Platz habe ich. Wollte gerade sagen, macht das überhaupt Sinn? Hallo. Der war auch schon drin gewesen. Kann ich wieder rausgehen? Geh durch. Versteht das nicht. Also wie gesagt, das habe ich letztes Mal schon erwähnt. Seitdem ich das mit AMD eingestellt habe, ist das Licht besser und die Schattierung und so. Es sei ihr speichert. Viel, viel besser. Also auf meinem Monitor. Als vorher. Bei 7 Days ist es jetzt so hoch, aber es ruckelt noch. Also wie gesagt, das ist ja hier so KI-mäßig gesteuert, dass es eigentlich ein wenig performanter laufen sollte. Bei manchen funktioniert, bei manchen noch nicht. Da bin ich eh also generell gespannt. Ich bin ja eigentlich Nvidia-Dude. Bin ja erst vor kurzem auf AMD umgestiegen. Und wie gesagt, die neue Reihe von AMD, hier die 7000er, die soll es ja richtig fett in sich haben, ne? Also die Power, die jetzt meine Grafikkarte hat, nochmal um das 150-fache. Gut, auf Karte kann man alt schreiben, ne? Es wäre schon interessant, aber die soll dann auch entsprechend teurer sein als sonst, ne? Ja gut, wenn ich sage, wenn die um 100 Euro teurer wären, als die, was sie sonst kosten. Die sind immer noch günstiger als Nvidia. Aber wie gesagt, aber der Vorteil ist, dass Nvidia eben halt laufen tut, ne? Aber eben halt, die sind nicht mehr allein ihr Marktführer. Vor allen Dingen kommt jetzt, wartet in Intel oder so? Also irgendeiner kommt da jetzt auch noch grafikkartenmäßig hinzu. Und wenn man überlegen tut, hier dieser ich habe den Namen schon wieder vergessen. Es gibt einen chinesischen Hersteller, No-Name-Ding. Der ist zwar nicht performancemäßig hier Top-Modell. Wollte auch ja nicht sein. Ja, Mittelklasse-mäßig. Da kriegst du dann eins von einer Leistung von 370 oder so für 300 Tacken. Und das ist ja nun nicht das schlechteste Angebot. Wie heißt es immer so schön? Dings beliebtet. Was willst du uns jetzt sagen? Hab's vergessen. Ey, ich hab's nicht vergessen, aber irgendwie passt das jetzt gerade mein Kopf nicht zusammen. Ich weiß jetzt nie, wie. Moment mal, ich hab doch gerade hier Niki, da war doch hinten ein Untoter. Ach, da ist er! Konkurrenz beliebt das Geschäft. Oh, Alter, mir ist gerade das Sprichwort nicht eingefallen. Oh. Tut mir sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Ist für mich heute schon ein langer Tag. Bin hier schon eins wie die Kündchen unterwegs. Heute. So, da ist nichts. Da ist auch nichts. Aber ich wollte für euch denn nicht nur schnell so schön. Nee, was heißt schön schnell? Ich wollte einfach bloß zocken. Und das aufnehmen. Und dann wollte ich das auf euch schieben. Ich muss es ja für euch machen. Nein, natürlich nicht. Das hat er jetzt nicht gesagt. Das ist eben halt ein geiles Spiel. Also ich würde so ja sagen, zurzeit ist es neben 7 Days eines der meisten Spiele, was ich jetzt zurzeit zocke. PoE hat ein bisschen abgenommen. Gebe ich zu, aber nicht, weil es schlecht ist, sondern weil man sich das überzockt hat. Habe ich mal die Season ausgelassen, obwohl das eine der besten Season sein sollte. Mir aber total wurscht. Weil das Spiel ist geil. Und ich warte auf PoE 2.0. Brauche komplett neuen Content. Für dieses Spiel. Also, wie gesagt, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Die Texturen von den Zombies, die sehen irgendwie besser aus. Das ist meine Meinung. Also. Wird man nochmal näher angehen. Haben wir hier nochmal einen Zombie, hier so einen Kandidaten.
Komm ins Licht! Hallo, Zombie. Zombie? Das ist ja mal villa-typisch. Brauchst du mal einen Zombie, ist keiner da. Oh, mein Make-up hat gehört. Ja. Ich hab gesagt, ein Zombie. Nicht alle. Ah, seht ihr? Habt ihr gesehen, das Gesicht? Ist schon... Ich keine Ahnung, wie das AMD so hingekriegt hat. Weil wie gesagt, das hat ja vorher überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt auf einmal, zack, bums, funktioniert das. Ich mag das. Was, wo? Ja, komm, du hoch. Und das hat hier so ein... Keine Ahnung. Und wie gesagt, ich habe mich ja getäuscht. Also hier, wir haben kein Update. Es war ja Subsistence. Oder jedenfalls habe ich das nicht mitgekriegt, dass hier ein Update war. Aber das... Ob der wirklich an den Treiber gelegen hat von AMD? Was die das hingekriegt haben? Wie ich den... Auf jeden Fall sieht er bei mir jetzt tippitoppi aus. Das ist sehr, sehr gut. Wie gesagt, vorher hatte ich gerne mal dieses AMD-Problem hier mit diesem leichten Grieselfilter drauf, trotz wo ich ja keinen Grieselfilter hier drauf habe. Und der ist nicht mehr. Ah. Na gut. Eigentlich wollte man ja hier unterwegs wegen Looten, ne? Irgendwie sieht es nicht so lootbar aus. Geh mal kurz hier, geh mal kurz gucken. Ach, hier waren wir ja auch letztes Mal gewesen. Da kommst du ja nie rein. Ist ja alles fake. Die sehen, aber die Poster, die sehen schon geil aus, oder? Also ich mag die. Ich mag die Poster. Das sind die genau dieselben, so Poster technischerweise, wie du bei 7 Days hast, bei Mods. Die sehen auch besser aus. Cool. Ist cool. Cool ist das. Ja, jetzt sind wir hier schon eine ganze Weile unterwegs. Loot-technischerweise hält sich gerade meine Freude in Grenzen. Zombie-mäßig löftet. Ja, aber wie... Mal hier, hier waren wir noch ja nicht drin, oder? War schon lange nicht mehr. Ich sehe nichts, warte mal kurz. Ich klopp mal einfach mal bloß wild drauf herum und mach mal kurz die Funze an. Ihr tote Menschen. Zongkut, Kut. Dude. Und der Spucker-Dude. Ja, Besi brauche ich nicht, aber das da hinten nie. Der Schränkler brauche ich. Aber sonst? Nicht so gut. Was? Kann nur aufwärts gehen. Mal ein bisschen Munition, ist ja nicht mal so schlecht. Dafür, dass es unsere erste Kiste ist, die wir finden, ist das gut. Machen wir mal kurz die Nucky Dye weg. Oder Schmelzkäse. Bäh. Bäh. Ist ja ekelhaft. So, wo ist denn hier da Ausgang? Dankeschön. Oh, der Bus ist auch schon da. Ich wohne bildlich Linie. Kann man, ja? Oder? Ich muss das ausprobieren. Aber Langeweile also. Tun, ich das können. Zu weit. Es ist zu weit. Es war ein Scherz. Aber ich könnte da? Da? Sag doch, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Es ist ein... Verbrennt ihn? Sie ist eine Hexe. Hm. Wie gesagt, hier waren wir letztes Mal drin gewesen. Der Loot hat sich in Grenzen gehalten. Zombies waren ja nicht mehr vorhanden. Wer weiß, vielleicht ist es jetzt erst gespawnt. Gespawnt, wisst ihr? Spawny, Spawny, er ist schon der Mann.
Die Schuhe wollte ich gerne mehr mitnehmen. Ist ja alles ein und dasselbe. Ist ja kacke. Hier ist auch nichts. Da ist nichts. Nichts. Extra in die Türen zugemacht. Moment mal. Na, da muss aber nachgearbeitet werden. So geht das ja nun nicht. Ist ja schlimm, ist das da. So, da ist zu. Hier waren wir noch nie drin, glaube ich nicht. Also, das glaube ich nicht. Weiß ich nicht. So, da bin ich auch, Villa. Also, wir haben jetzt die Hotels durchgelootet. Also, so ein bisschen. Ja, wie gesagt, Zombies sind nicht da. Ein bisschen Loot ist da. Aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, hui, das haut mir aus der Socken. Im Gegenteil, ich finde das so, ja, total langweilig ist das da. Es war erstmal in dem Moment ist es gut. Also ich muss darüber. Aber auf Dauer. Ich sehe nicht cool. Okay, ja. Wie gesagt, ich habe jetzt ja schon die ganze Zeit unterwegs, so gesagt. Also irgendwie das letzte Update von AMD muss da irgendwas richtig gemacht haben. Weil seitdem haut das auch hier hin mit den Texturen. Also ich habe kein Grieselzeug mehr drauf. Ich hatte ja damals das Problem, dass hier das ausgesehen hat, als ob ich einen Grieselfilter installiert habe. Jedenfalls von meiner Sicht aus. Und ich würde mal sagen, der ist eigentlich so weit behoben, so wie es aussehen tut. Das einzige Problem, was ich jetzt eben habe, ist, dass in manchen Häusern der Stuff respawn tut. In manchen Häusern nicht. In manchen Häusern ist bloß der Stuff da. Da fehlen die Zombies. Anderen sind vielleicht die Zombies da, aber der Loot ist nicht da. Ich muss noch verbessert werden. Und wie gesagt, dieses Nachladen, wenn du abspeichern tust oder wenn er abspeichern tut, müssen sie auch irgendwie beheben. Oder muss er beheben. Oder wenigstens, dass es nicht so schlimm ist. Weil, wie gesagt, das reißt ihn komplett raus. Na gut. Würde ich erstmal sagen, heute eine kleine Loot-Session. Morgen ist dann die 41. Welle. Ja, werde ich noch ein bisschen reparieren und ein bisschen so machen. Und dann kicken wir mal, wa? Bin schon am überlegen, ob ich noch ein Pfeilenteil hinstelle. Dass es noch ein bisschen Schmackes gibt. Jetzt brauchst du eine Evatik da hinstelle. Könnte eigentlich. Moment mal. Loot? Komm ich mit. Jetzt haben wir hier oben genug Platz. Könnte ich eigentlich noch links und rechts was hinstellen. Jetzt weiß nicht was. Ich weiß nicht was. So, was? Das will mir nicht ganz. Links und rechts müssen ja nie gefüllt sein. Oder können gefüllt sein. Aber mit den Schaltern da drüben. Dann baue ich den da ab und baue die da hin. Und wenn die Kacke am Dampfen ist, angeschalten, drrrt, weg sind sie. Muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Das ist eigentlich ja nicht so eine dumme Idee. Nur mit der Munition ist eine dumme Idee. Das frisst nämlich ja ein schöner, aber ihr, wem erzählt das? Ihr wisst es ja. Ihr wisst es ja. Na gut, Leute, dann würde ich mal sagen, ich verabscheue mich mal kurz. Für euch bis morgen. Wir sehen uns dann wieder. Hoffentlich mit einer ganzen Tür bei mir. Und, boah, mit einer Welle. Das wäre schön. Also bis dann, ich bin raus. Tschüss.